Macht ein Depot im Studio eigentlich noch Sinn oder gibt es Alternativen, die vielleicht klüger sind? Kosmetikerin, seit über 12 Jahren selbstständig und möchte dir in meiner Serie Pflege dein Business Tipps zu deinem Business geben, denn du solltest nicht nur deine Kunden pflegen, sondern auch dein Unternehmen. Macht ein Depot in deinem Studio überhaupt noch Sinn? Erstmal sollten wir erklären, was mit einem Depot gemeint ist. Im Kosmetikstudio ist mit einem Depot gemeint, also dein Verkaufssortiment. Also dein Verkaufsregal, in dem du deine Produkte hast, die der Kunde direkt käuflich erwerben und mitnehmen kann. Als Kosmetikerin ist es natürlich dein Ziel, deinen Kunden auf dem Weg zu einer schönen Haut zu begleiten, und das funktioniert am besten und auch am effektivsten immer in Kombination aus Behandlungen und der entsprechenden Heimpflege. Hast du also einen Kunden zur Behandlung da, kannst du direkt Produktempfehlungen aussprechen, direkt mitgeben und hast auch direkt einen Verkauf. Also ein wirklich sehr lukrativer Zusatzverdienst, der definitiv Sinn macht, dass du als Kosmetikerin immer auch den Verkauf mit einbeziehst und damit auch tatsächlich deinen Umsatz steigerst. Und da geht es auch nicht darum, dass du unheimlich viel verkaufst, sondern wirklich auch den Kunden damit unterstützt und ihm mitgeben kannst, was er benötigt. Bei einem Depot ist es allerdings so, dass du natürlich in Vorleistung gehen musst. Also die Produkte, die du da hast, die bezahlst du erstmal, und das kann auch schnell mal teuer werden. Denn wie du weißt, hast du eine gute, hochwertige Firma, ist auch der Einkaufspreis entsprechend höher, und da kann es schnell mal ein paar hundert Euro sein, die du einfach im Regal stehen hast. Da wirst du aber mit der Zeit ein Gefühl dafür bekommen, was du viel benötigst oder nicht so benötigst, und kannst das auch ein bisschen regulieren. Nachteil ist natürlich, hast du ein Produkt, was du total toll findest, gekauft, hast aber keinen passenden Kunden oder dir fällt es mit dem Verkauf noch ein bisschen schwer, dann kommt da schnell mal ein Ladenhüter zusammen, der vielleicht irgendwann auch abläuft, schlecht wird, und dann ist natürlich Geld verbrannt. Gerade wenn du am Anfang stehst, ist natürlich die Überlegung, kann ich mir das leisten, dass ich jetzt auch direkt ein großes Depot habe, oder gibt es da noch Alternativen? Alternativen zum Produktverkauf ist zum einen Network Marketing. Network Marketing hypt natürlich zurzeit sehr, ist gerade wenn man am Anfang steht und noch nicht viel Produktverkauf machen kann oder möchte, eine mögliche Alternative, weil du da natürlich Kunden die Möglichkeit gibt, dass sie selber sich auch Sachen bestellen. Allerdings ist beim Network Marketing hier, und ich will es auch nur kurz anreißen, der Nachteil, dass natürlich deine Gewinnspanne deutlich geringer ist wie bei einer Depotware. Und oft sind es auch leider Firmen, die nicht aus Deutschland kommen und auch von der Qualität her eigentlich mit deiner Studioware nicht mithalten kann. Network Marketing ist auch so aufgebaut, dass du dir normalerweise Teams zusammenstellst, die dann auch den Produktverkauf starten, dass du da dann mitverdienen kannst. Das ist natürlich für dich im Studio nicht unbedingt zielführend, weil dein Fokus liegt ja woanders. Ein gutes Konzept ist, und es gibt leider erst sehr wenige Firmen, die das anbieten, dass sie für ihre Kosmetikstudios auch einen Endkunden-Online-Shop anbieten, wo dein Kunde zum Beispiel auch sich sein Produkt nachbestellen kann über deinen Link, dass du eine Affiliate-Partnerschaft zusätzlich mit deiner Firma hast. Das bedeutet, wenn der Kunde über deinen Link bei der Firma bestellt, bekommst du eine Provision. Das ist natürlich interessant. Kunden, die vielleicht nicht so oft kommen oder dringend ihr Produkt wollen, können sie es direkt selber bestellen und du musst nicht in Vorleistung gehen, du musst es nicht kaufen, wieder verkaufen oder wenn der Kunde nicht bei dir aus der Gegend kommt, zusätzlich noch versenden. Das wird, denke ich, auch ein Konzept sein, was sich langfristig mehr auszahlen wird, und ich wage zu behaupten, dass es für einige Firmen definitiv interessant sein sollte, dieses Konzept mit anzubieten, denn gerade Einzelkämpfer, Kosmetikerinnen können dadurch sich einfach hohe Kosten sparen, aber trotzdem jederzeit für ihre Kunden da sein. Ich persönlich
Und das ist jetzt meine Meinung und möchte dir auch gar nicht überstülpen. Ich liebe mein Depot. Es ist mit Aufwand verbunden. Allerdings ist der Verkauf bei uns im Studio ein essentieller Umsatzgenerator, der dazugehört. Und da wir die Produkte direkt vor Ort haben, verkaufen die sich auch viel leichter, wie wenn ich die erst noch bestellen muss oder einen Link weiterleiten. Entscheide für dich selber, wäge die Faktoren ab und dann kannst du einfach dein Konzept wählen, wie es zu dir passt oder dich auch einfach verändern, denn nichts ist in Stein gemeißelt und du kannst dich da jederzeit weiterentwickeln. Wenn du noch mehr zu dem Thema lesen möchtest, kannst du in der aktuellen Ausgabe den passenden Beitrag von mir, Pflege dein Business, ist ein Depot noch sinnvoll im Kosmetikstudio, ja oder nein, einfach direkt lesen. Ich freue mich, dass du dabei warst und wir sehen uns beim nächsten Mal. We'll be right back.